ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. In der Kinder- und Jugendhilfe, das ist auch sehr belastend. Und irgendwann habe ich da für mich den Schlussstrich gezogen, weil ich nur noch in dieser Welt von traumatisierten Kindern gelebt habe. Und das wollte ich nicht mehr. Mit einer Flasche Wein im Arm steht Kira Blinn in der Tür und rettet meinen Aufnahmetag. Mein eigentlicher Gast musste kurzfristig absagen. So sitze ich ohne Plan am Tisch mit einer Flasche Wein und einer Frau, die beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und angekommen zu sein scheint. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manolito Röhr und mir gegenüber sitzt die Kira Blinn. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die sehr spontane Einladung hier zu dir heute. Ja, also das muss ich jetzt auch gerade mal für die Hörer kurz erklären. Eigentlich wäre ein ganz anderer Gast heute hier zur Aufnahme gewesen, der spontan abgesagt hat und ganz spontan sitzt dann die Kira hier und ich bin eigentlich immer sehr dolle vorbereitet auf die Gespräche und jetzt steht hier nur eine Flasche Wein, zwei Gläser und große Fragezeichen mir in der Birne und schauen wir mal, wo das Ganze hinläuft. Aber wir haben schon angestoßen und noch nicht getrunken. Und noch nicht getrunken, aber das kommt ich jetzt. Ich hole das jetzt mal nach hier. Noch genau. So. Und es ist wirklich nur eine Flasche Wein. Mhm. Es bleibt auch nur eine. Natürlich. Die Leute, die dich eventuell jetzt kennen könnten, kommen wir vielleicht später zu, auch hier in Bezug mit Wein hat das ja zu tun. Erzähl doch mal, wo bist du groß geworden? Ja, jetzt geboren bin ich tatsächlich in Bonn und bin mit 8 Jahren nach Koblenz gekommen, weil meine Eltern sich kennengelernt haben, beziehungsweise das ist nicht mein leiblicher Vater und meine Mutter hat sich nochmal verliebt und wir haben uns dann damals in der Mitte getroffen. Also wir haben in Bonn gewohnt und er in Mainz und wir waren dann 4 Wochen in Holland im Urlaub und jeder durfte ein Voting abgeben, ob wir uns wirklich in der Mitte treffen, ob wir diese Familie eingehen wollen. Ja, und ich glaube, wir hatten nur eine Gegenstimme, das war meine Mama am letzten Tag, also ne, gesammelt alle, und weil die so eine kleine Revoluzzerin ist. Und ja, dann haben wir uns hier zusammengetroffen, 99, da war ich 8. Ja, und seitdem wohne ich in Koblenz, war hier in der Schule, habe hier Abitur gemacht, studiert und ja, jetzt nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, genau. Das klingt ja irgendwie so, als hättest du ein bisschen was zu sagen gehabt in der Partnerwahl deiner Mutter. Hättest du das beeinflussen können oder hast du versucht, dagegen zu sprechen? Nein, aber bei uns gab es schon immer, ja, alle dürfen mal mitreden und alle haben auch mal was zu sagen. Meinung bilden war ganz wichtig zu Hause, ja. Du hast wahrscheinlich erfolgreich einen Kindergarten besucht und danach eine Schule. Wie war da so dein Weg? Genau, Kindergarten besucht, Schule besucht, ja. Ich habe Abitur gemacht im Johannesgymnasium in Lahnstein und war dann auch direkt studieren an der Uni in Koblenz. Also ich hatte mir auch nie vorstellen können, irgendwo anders hinzugehen. Ich bin irgendwie zwar erst seit dem 8. Lebensjahr, aber ein Schengel voll und also durch und durch. Und ja, dann war ich an der Uni in Koblenz und habe Diplompädagogik studiert. Und war dann viele Jahre am Kinderheim in Ahrenberg, in der Kinder- und Jugendhilfe. Ah ja, 6 Jahre und habe dort in der Inobhutnahmegruppe gearbeitet. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, dass der Weg mit Nachtdiensten und Spät- und Frühdiensten vorbei ist. Und bin den Weg in die Altenpflege gegangen, um da in dem Sozialdienst zu arbeiten. Genau. Und was hat dir mehr Freude gemacht? In der Kinder- und Jugendhilfe, das ist auch sehr belastend und irgendwann habe ich da für mich den Schlussstrich gezogen, weil ich nur noch in dieser Welt von traumatisierten Kindern gelebt habe und das wollte ich nicht mehr. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, machst du doch mal was anderes im sozialen Sektor und ja, da ist die Altenarbeit natürlich auch nochmal ein ganz großer Faktor, der mich dann nochmal dahin gezogen hat. Hast du das quasi immer mit nach Hause genommen, ins Bett und genau, dich hat das... Ja.
ich glaube, da gibt es ja solche und solche, die abends wahrscheinlich einfach abschalten können und sagen, okay, das war jetzt der Job und jetzt kommt meine Freizeit. Aber ist das denn so in der Altenpflege nicht genauso? Also da gibt es ja mit Sicherheit auch Situationen, wo du auch denkst so, ach Mensch. Ne? Mm, das stimmt. Also tatsächlich damals auch mit den Kindern und Jugendlichen, du kommst auch wirklich an den Punkt, wo du irgendwann abstumpfst, wo du das vielleicht nicht mehr so schlimm empfindest, wenn du von Missbrauchsfällen etc. hörst, siehst. Natürlich ist auch der Tod ein heikles Thema, aber alles gehört zum Leben dazu. Sowohl die missbrauchten Kinder leider, zerstörte Familien, als auch der Tod. Und ich bin einfach sehr sozial eingestellt und beschäftige mich gerne mit Lebensgeschichten aller Art, ob die jetzt ganz früh am Leben sind oder ganz spät. Jetzt hast du ja sehr viel Aufwand betrieben, man hat das Studium, macht man ja nicht von jetzt auf gleich und jetzt machst du was komplett anderes. Mhm. Siehst du das für dich wie so eine vertane Zeit oder denkst du, du hast, ne, also toll, dass man das mitgenommen hat und wie denkst du selber darüber? Überhaupt nicht. Also ich glaube, im Leben gibt es keine vertane Zeit. Ich habe viel in dieser Zeit auch über mich selbst gelernt. Man muss sich ja auch, um anderen helfen zu können, auch irgendwie selbst reflektieren. Da war ich, glaube ich, schon immer sehr weit. Auch aufgrund meines Elternhauses einfach, weil das, ja, ich in einem politischen Haushalt groß geworden bin, wo das an Normalität war. Sich selbst zu reflektieren und ich glaube niemals, dass es eine vertane Zeit wird, aber als ich mich jetzt nochmal dafür entschlossen habe, einen anderen Weg einzugehen oder doch anzutreten, war das schon nochmal sehr aufregend und ich habe gedacht, warum hast du es eigentlich nicht noch früher gemacht? Warum hast du eigentlich studiert? Hättest du auch direkt eine Ausbildung machen können. Politisch mitdiskutiert? Jetzt habe ich gerade getrunken, weißt du. Ja, politisch mitdiskutiert, natürlich schon von kleiner Kindheit auch, mit auf Terminen bei meinem Vater gewesen, meine Eltern begleitet, die beide in der Politik gearbeitet haben und von daher wusste ich auch eigentlich immer ganz viel, was in der Welt passiert, vielleicht auch viel mehr als meine anderen Freunde, klar. Mhm. Siehst du das selbst als einen Vorteil an, wenn man auch so in der Ecke ein bisschen bewandert ist, gegenüber seinen Freunden auch? Ob ich das jetzt als Vorteil sehe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mir sehr geholfen hat, in früher Kindheit oder in Jugendjahren die Erwachsenenwelt ein bisschen zugänglicher oder mehr zu verstehen. Aber das war auch nicht immer einfach, muss ich sagen. Also es war auch immer so ein bisschen, Also das kommt mir jetzt nur gerade so, als ich mich um Ausbildungsstellen beworben habe ich mich unter anderem bei Mercedes-Benz als Industriekaufmann beworben und da gab es diese sogenannten Assessment Center. Ja. Man hatte erst so diesen Einstellungstest und dann diese Gruppenarbeiten und dann saß ich da als 15-Jähriger und dann, bitte bereiten Sie ein Referat über Margaret Thatcher vor. Und du denkst dir nur, was? So, also ich war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewandert in diesen Dingen. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert und ich hätte damals schon sehr gerne viel mehr, ich habe überhaupt kein geschichtliches Interesse gehabt, gar nichts. Ne? Da muss man ja auch nicht. Ich finde das aber schon beneidenswert, wenn man das da schon familiär vielleicht mitbekommen hat und auch über so Sachen diskutieren kann. Aber dafür hatten die anderen sicherlich einen Vorteil. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hatte einen Politikvorteil, andere hatten vielleicht. Wer weiß. das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja. Und wie lange warst du dann in der Altenpflege tätig? Da war ich dann 4 Jahre tätig, dann wurde ich schwanger und habe 6 Wochen vor Entbindung sozusagen gesagt, ich komme in 2 Jahren wieder. Ja, das habe ich aber jetzt in dem Fall dann nicht so stark gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich nicht Vollzeit wieder arbeiten gehen möchte. Ich war kurze Zeit wieder im Sozialdienst, bin dann aber in der gleichen Firma ins Projekt- und Qualitätsmanagement gewechselt. Genau, und da war ich dann bis vor kurzem, beziehungsweise bin es immer noch ein bisschen. So, und dann hast du gedacht, ach nö. Oder vielleicht nicht auch nö, aber irgendwo, wir haben hier gerade eben angestoßen und
du machst jetzt eine Ausbildung zur Winzerin. Genau, ja. Ja, das hatte doch eher damit zu tun, dass wir auf privater Ebene einen sehr guten Freund haben, der Winzer in Koblenz ist und den ich auch durch meinen Mann schon mehrere Jahre begleiten durfte, von der Traubenlese bis halt dann zu dem tollen Getränk, was in unserem Glas jetzt gerade ist. Und ja, es hat mich irgendwie immer fasziniert. Ich stehe total auf Handwerk, muss ich einfach so sagen. Vielleicht auch so irgendwie von meinem Opa geprägt, der Bauingenieur war und der mich schon als kleines Kind immer mit in die Werkstatt genommen hat und mir alles gezeigt hat. Und ja, ich habe eine Faszination davon, etwas mit den eigenen Händen herzustellen. Ob das jetzt ein Essen ist, also ich kann überhaupt nicht kochen. Dafür ist mein Mann immer zuständig und ich darf nur genießen. Und ich bin dann für den Wein da. Ne? Also ich bringe den Wein mit, er das Essen. Aber ich, es hat mich einfach fasziniert. Und wir saßen irgendwann zusammen und er sagte, glaube ich, sogar zu mir, hier, mach du doch eine Ausbildung zur Winzerin, wenn du so begeistert davon bist. Ja, und irgendwie haben wir dann 30 Nächte darüber geschlafen und irgendwann habe ich gesagt, ja, weißt du, man macht viel zu wenig Sachen, die man wirklich möchte, für die man träumt, für die man lebt. Und ich wollte es nicht verpassen. Ich wollte nicht in 20 Jahren da stehen und sagen, hättest du mal gemacht das? Ja, und so kam das dann. Und da komme ich dann aber nochmal zurück und du hattest aber nicht den Gedanken, ach Mensch, hätte ich diesen Dreh schon früher gehabt? Nee, vielleicht hätte mich das ja gar nicht dahin geführt. Mhm. Vielleicht ist ja nur der Weg, den ich vorher hatte, genau das gewesen, damit ich jetzt so selbstbewusst sagen kann, okay, ich habe die Unterstützung meiner Familie und ich habe das Selbstbewusstsein, nochmal was Neues zu tun, auch wenn es in die Hose geht. Mhm. Ich habe ja immer noch meinen alten Weg. Ich kann immer wieder zurück, in Anführungsstrichen. Wein, ist das so ein Zukunftsmarkt? Also jetzt muss man dazu sagen, ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus. Das ist nicht schlimm. Nein, auch für die passenden Fragen. Also ich habe das Gefühl, seit Corona wird hier so viel gesoffen wie nie. Tatsächlich. Lässt sich das tatsächlich an irgendwelchen Zahlen ablesen, auch im Wein, dass der Weinabsatz gestiegen ist oder daran eher weniger? Also ich habe bestimmt Artikel auch darüber gelesen, wie der Weinmarkt gestiegen ist, der Alkoholkonsum im Ganzen. Auch mein Ausbilder hat natürlich davon erzählt, wie stark die Zahlen in Corona-Zeiten gestiegen sind oder die Zahlen im Sinne von Alkoholkonsum. Und der Pegel. Der Pegel, genau. Mhm. Und ich glaube, der Weinmarkt ist definitiv auf einem Fortschritt, auf jeden Fall, ja. Wie darf man sich denn die Ausbildung vorstellen? Wie lange geht die und mit was wirst du da so alles konfrontiert? Normalerweise geht sie 3 Jahre. Ich habe das Glück, auf 2 Jahre verkürzen zu dürfen, weil ich eben schon eine Berufsausbildung habe. Ja, und es ist tatsächlich jeden Tag was anderes. Jetzt erklär mir mal, warum darfst du denn verkürzen? Weil die Diplom Sozialpädagogik und das Anbauen von Wein haben wir jetzt nicht wirklich was gemeinsam. Ich finde, das ergänzt sich. Ja, es ist wirklich so, du darfst eine Ausbildung in Deutschland verkürzen, wenn du schon eine Berufsausbildung hast. Mhm. Ja, das ist natürlich für mich auch im Falle hier der Kleinen, unserer Tochter, ist das natürlich toll, dass ich jetzt nochmal auf 2 Jahre verkürzen kann. Ja, und jeder Tag ist anders. Also mal sind wir im Weinberg, schneiden jetzt im Winter, wie gesagt, die Reben. Und dann am nächsten Tag geht es in den Keller, dann wird da gearbeitet, dann steht eine Weinprobe an, dann geht es um Marketing, also Kundenkontakt. Mhm. Jeder Tag ist anders, ja. Es ist ein unglaublich toller und vielschichtiger Beruf. Vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen gereizt hat. Wie darf ich mir jetzt vorstellen, wenn ihr zu Hause sitzt und der Mann hat Essen gekocht und ihr macht eine Flasche Wein auf, unterhaltet ihr euch genau darüber oder ist Arbeit dann überhaupt kein Thema? Vielleicht ist es das große Glück, das noch nicht so stark als Arbeit zu sehen. Ich glaube, du kennst das selbst. Wenn du für deine Arbeit brennst, dann ist es auch immer ein bisschen Hobby. Es bleibt Arbeit, aber es ist auch Herzblut dabei und ich glaube gerade bei einer Sache wie hier, dass du dich nochmal aktiv entscheidest, nochmal was anderes zu machen, wir reden schon sehr viel darüber. Man muss sich auch manchmal zusammenreißen und so sagen, ey, jetzt ist aber mal Stopp hier, jetzt reden wir mal über was anderes, aber ja, doch im Grunde ist es genauso, wie du sagst, ja. Und so ein Beruf, wo man ja ganz viel draußen ist, färbt das so ein bisschen auch auf eure Tochter ab? Absolut. Die sind draußen, Mädchen.
Die ist eine wilde Sau. Also die liebt auch definitiv den Weinberg. Das ist schön. Das Größte ist, Weinberg-Picknick zu machen. Mhm. Also passt auch definitiv zu uns. Ja, wir haben einen Hund, den nehmen wir natürlich auch immer mit. Also von daher, das passt auch sehr ans Familiengefüge, wenn man das so sagen kann. Was hast du für Ziele? Was habe ich für Ziele? Also du machst eine Ausbildung und was dann? Ich möchte jetzt erstmal ganz viel lernen. Mhm. Ich möchte natürlich hier in Koblenz ganz viel lernen, aber ich möchte mir natürlich auch andere Eindrücke von anderen Weingütern einholen, sei es durch Praktika oder durch Hospitationstage einzelne, durch Gespräche mit ganz vielen erfahrenen Menschen, die seit in der 7., 8., 10. Generation ihr Familienbetrieb führen. Da bin ich ja völlig raus. Ne? Die lächeln ja wahrscheinlich fast schon über mich. Jetzt kommt die da und hier will auf große Winzerin machen. So ist es ja nicht. Aber geht genau das nicht allen Mädels so, die diese Laufbahn einschlagen? Ja, das ist definitiv so. Du wirst ja entweder in diesem Familienbetrieb geboren und sagst als Frau hier, ich mach das. Oder du kommst halt von außen und das ist natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Gibt es dann auch das Außen? Also nicht nur dieses nicht aus einer Winzerfamilie kommen, sondern halt auch eventuell nicht direkt aus einem Anbaugebiet? Das ist eine gute Frage. Also dass man eventuell sagt, Mensch, warum kommt die jetzt aus Buxtehude und baut vielleicht bei uns Wein an? Würde es bestimmt irgendwo geben, aber ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht gut beantworten. Ihr habt ja schon ein unter vielen Leuten bekanntes Projekt laufen, First Zweigelt. Da habt ihr, also so finde ich, habt ihr was ganz Cleveres gemacht. Ihr habt Weinpatenschaften ausgerufen. Und damit habt ihr ja doch eine recht gute Community geschaffen, also so sieht es zumindest nach außen aus. Ja. Du verpackst dann da diese Päckchen und da geht dann dieses Päckchen auf Reisen mit einem kleinen Begleitschreiben, der Urkunde, ein bisschen Stroh, glaube ich, ist da drin, ein Schleifchen, ein rotes. Hast du das da schon vorbereitet liegen oder das ist ja auch ein recht hoher Aufwand. Ne? Absolut, jedes Päckchen wird liebevoll verpackt. Das ist auch das Grundrezept dieser Fürst Zweigelt Sache, das Herz. Also, und ich glaube, das wissen auch die inzwischen über 300 Paten, wenn wir uns treffen. Und das war leider durch Corona natürlich relativ wenig. Aber wir versuchen schon sehr viel Herzblut da reinzustecken, weil wir es halt auch einfach fühlen. Wir hatten jetzt zum Beispiel hier bezüglich dem Ukraine-Krieg uns eine sehr, sehr schöne Charity-Aktion einfallen lassen. Wir haben Reben verkauft und da spenden wir eben einen großen Teil in die Ukraine. Ja, also so auch am Rad der Zeit zu spielen und die Leute mitzunehmen. Wie entsteht eigentlich ein Wein? Das ist schon sehr, sehr schön. Wie ist denn das Projekt entstanden überhaupt? Jetzt muss ich mal selbst überlegen. Ach ja, ich weiß wieder. Und zwar, wir haben einen Garten, haben wir die Rebe Zweigelt stehen und mein Mann hat den schon immer sehr, sehr gerne getrunken und unser befreundeter Winzer, bei dem ich jetzt auch die Ausbildung machen darf, die zwei haben das in klein aufgezogen mit 60 Reben und irgendwann saßen wir zusammen und da haben wir nicht nur diese eine Flasche Wein getrunken, wie wir zwei jetzt, sondern vielleicht 3, 4, 5 und haben gesagt, okay, warum machen wir es nicht mal größer, warum trauen wir uns nicht mal eine Rebsorte an die Mosel zu bringen, die eben durch den Klimawandel eben positiv beeinflusst wurde. Wir sprechen viel darüber, dass der Klimawandel ganz viel kaputt macht. Und das ist auch definitiv so. Aber er gibt uns ja auch gerade im Bereich Weinbau eine Riesenchance, nämlich eben Rebsorten hier zu kultivieren, die es vorher noch nicht gab. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir Leute mitnehmen? Weil sowas braucht es ja. Ein Projekt, was von fern kommt, braucht auf jeden Fall Menschen, die es unterstützen. Und das Rezept ist toll aufgegangen und wir freuen uns riesig darüber nach wie vor. Gibt es Momente, wo du den Wein satt hast? Oh ja, am Samstag. Das war ganz schrecklich.
Weil zu viel Wein? Okay. Nein, es war dann genau einfach zu viel Wein. Am Sonntag hatte ich ihn satt. Sonst habe ich ihn selten satt. Also es ist natürlich auch so, dass man jetzt in dem Beruf morgens auch mal um 10 eine Weinprobe hat oder mal etwas probiert, nochmal durch den Keller geht, weil man eine Abfüllung am nächsten Tag hat. Und da muss man halt früh probieren. Aber man spuckt ja auch viel aus. Das wollte ich jetzt fragen. Also man hat ja diese Weinproben, genau, wo man immer diesen Eimer stehen sieht und alle spucken da rein. Mhm. Wie häufig kommen denn die Weinproben vor, an denen nicht gespuckt wird? Also wenn es nach mir geht, nein, du spuckst häufig, also sehr, sehr häufig natürlich, weil sonst bist du ja am Tag schon der. Also das machst du, aber es gibt ja auch also Winzer, die das dann halt eben als Event anbieten und dann kommt dann ein Grüppchen und die machen eine Weinprobe. Genau. Ist das zu einem großen Teil denn auch so diszipliniert, dass die das dann wegspucken oder kommen die wirklich eher fürs Weinerlebnis und das wird aus Versehen runtergeschluckt? Ja, das wird, glaube ich, sogar ganz bewusst runtergeschluckt und das darf ja dann auch. Sowas machst du ja auch nicht jeden Tag. Was, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt irgendwas Spezielles kochen und suche den richtigen Wein dafür, worauf muss ich denn achten? Darauf, dass er dir schmeckt. Das ist ja immer diese Diskussion, die so viele, da liest du in tollen Zeitschriften, welcher Wein zu was passt. Und natürlich gibt es da super Empfehlungen. Aber ich bin immer auf dem Dampf, wenn der Wein dir nicht schmeckt, dann bringt es dir überhaupt nichts. Klar ist es schön, in Riesling zu etwas zu trinken, wo die Säure noch mehr rauskommt etc. Aber es ist vor allem schön, etwas zu trinken, was dir schmeckt. Und wenn du sagst, nee, ich habe aber Lust, zu einem Dessert nochmal einen süßen Wein zu trinken, dann mach das. Dann ist das auch okay. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du von dem einen beruflichen Umfeld dann auf einmal auf den Weinberg gestiegen bist? Sehr, sehr positiv tatsächlich. Weil sie alle dachten, sie könnten davon partizipieren und haben demnächst so viele Flaschen irgendwo im Kühlschrank stehen? Also habe ich mir das noch gar nicht gedacht. Gut, dass wir heute hier sitzen. nein, sehr positiv tatsächlich. Diese Community, die wir jetzt um First Cycled aufgebaut haben, gerade über Social Media kriege ich extrem viel positive Rückmeldungen diesbezüglich, weil ich ja auch sowohl als auf Instagram als auch auf Facebook die Leute schon mitnehme in meinen Winzerinnenalltag, wenn man das so sagen kann. Ja. Und das will ich auch ganz bewusst, weil das ist, ich hatte mal am Anfang, weiß ich noch, ich hatte so Nackenschmerzen von diesem blöden Rebschnitt. Und irgendwann habe ich auch gesagt, wisst ihr was, warum sollt ihr das nicht wissen? Das ist verdammt harte Arbeit. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist hier nicht so ein, ich schneide mal ein bisschen rum und ich mache mal ein bisschen Wein, sondern das ist ein richtiges Kunstwerk, ein Handwerk dahinter. Und das möchte ich auch irgendwie ein bisschen vermitteln, obwohl ich von außen komme und natürlich nur halb so viel Ahnung habe wie noch. Natürlich nur. Wie viel Zeit investierst du in diese ganze Social-Media-Kiste? Reden wir von täglich? Du kannst es ja definieren, wie du willst. Schon sehr viel. Schon sehr viel. Ich mache mir schon Gedanken darüber, was man zeigen kann, was die Leute interessiert. Fällt mir jetzt schwer, eine Stunde das festzulegen. Weil häufig hast du es ja einfach in der Hand, dann machst du ein Foto, lädst es hoch und so. Manchmal muss ich mich stoppen auch, ne? Weil es ist ja, wie wir alle haben häufig dieses blöde Handy in der Hand. Ja. Ne? Du kennst es wahrscheinlich selbst von dir, oder? Ja, natürlich, klar. Und immer bist du versucht, irgendein schönes Foto zu machen. Und irgendwann legst du es aber auch mal bewusst weg und sagst, nee, jetzt genießt du den Moment vielleicht einfach nur mal für dich. Positive Rückmeldung kriegt man ja dann häufig über Social Media. Kriegst du denn aber auch genauso viele negative Rückmeldungen oder hält sich das in Grenzen? Oder, gehen wir noch einen Schritt weiter, hast du auch die eine oder andere Nachricht als Frau in deiner Mailbox drin, die vielleicht anzüglicher von Männern kommen? Ach Mensch, ein Winzerbaby, toll, schön, demnächst im Bikini oder sonst irgendwas? Oh ja. Kommt das auch vor? Bikini im Weinberg wäre auch mal was. Relativ unpraktisch. Aber okay. Gehen wir auf das erste ein. Negatives Feedback aus den eigenen Reihen. Ja. Ich kann auch noch nicht definieren, warum das so ist.
also nicht direkt negatives Feedback, aber du merkst eben, dass manches vielleicht sogar belächelt wird. Was will die jetzt hier von außen? Warum macht die das? Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen durchboxen oder drüber stehen. Da bin ich an manchen Tagen ziemlich gut, in manchen aber auch überhaupt nicht. Und dieses Winzerin-Babe, das ist definitiv, das kann ich sehr bejahen. Man kriegt schon viele komische Nachrichten, die ich auch inzwischen gar nicht mehr beantworte, sondern auf Blockieren drücke. Aber das wäre doch auch noch eine Möglichkeit, einen Nebenaccount zu gründen und dann genau diese Nachrichten auf dem anderen Account zu veröffentlichen. Also fände ich total witzig. Ja, das ist total witzig. Das Leben eines Winzer-Babes. Ja, ich will denjenigen ja auch nicht bloßstellen. Warum das, nicht? Ja, weil die dann häufig ihre Familienfotos da drin haben und dann denkst du, oh Gott, das zerstörst du ja gleich eine ganze Familie, wenn du jetzt hier loslegst. Aber gut, dann könnte aber auch vielleicht die andere, eine oder andere Anfrage mal von dem Max kommen. Das wär ja dann formatfüllend. Jetzt bin ich sprachlos. Nein, also man muss sich doch immer weiterentwickeln können. Nachher hast du keine Lust mehr auf Wein und bist dann nur noch im Fernsehen. Ja, das ist auch super. Tolle Idee hast du. Immer fragen, gerne. Sonnenschutz? Kommst du jetzt von nackter Haut auf Sonnenschutz? Das war gerade so interessant. Lange im Weinberg stehen? Ja. Definitiv. Ich hatte meinen ersten Sonnenbrand gefühlt im Februar schon. Gut, jetzt bin ich natürlich auch ein sehr heller Hauttyp. Bewusst vergessen den Sonnenschutz oder unterschätzt? Unterschätzt. Ja, wie so vieles in diesem Beruf. Steht dein Mann auch schon mal mit im Weinberg? Ja, aber mein Mann ist eher so der Denker und Lenker im Hintergrund tatsächlich. Also ich bin relativ, er wird jetzt lachen, wenn er das irgendwann mal hört. Ich bin relativ unorganisiert und er ist derjenige, der meinen Kopf sortiert und all das, was auf dem Schreibtisch liegt, was ja auch dazu gehört, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er liebt es, mit mir durch den Weinberg zu gehen, ja, aber diese Arbeit, also ich glaube, der wäre eher derjenige, der dann auf dem Traktor sitzt. So, das ist so sein. Aber jetzt wirklich die Schere schwingen und Co., ich glaube, das soll ich eher machen und er macht dann die harten Arbeit. Wahrscheinlich dann auch eher mal nur zur Zerstreuung, ne? Ja, richtig. Gut gesagt. Jetzt an dieser Stelle, könntest du dir vorstellen, dass dein Lebensweg vielleicht aus Zufall in 5 oder 10 Jahren dich wieder ganz woanders hinführt? Oder fühlt sich das schon wie so eine Art Endstation, angekommen sein an? Ja, angekommen sein. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Ich glaube, das kennt jeder von uns, immer auf der Suche nach etwas zu sein, wenn man es noch nicht gefunden hat, vielleicht manchmal auch unterbewusst. Und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich ruhe in mir selbst, das ist so ein großes Wort, aber es ist schon eine große Erfüllung, es ist ein großer Traum. Wie ich jetzt in 10 Jahren da stehe, ob ich sage, okay, vielleicht habe ich auch irgendwann ein eigenes Weingut, was wir uns, was wir eröffnen oder übernehmen von jemandem, der vielleicht nicht das Glück hat, dass die Kinder das übernehmen. Das ist durchaus möglich. Aber ich habe natürlich auch immer im Hintergrund die Kleine mit, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie das auch mit der Familie kompatibel ist. Genau. Ein paar private Fragen. Welche 3 Dinge dürfen bei dir im Kühlschrank nicht fehlen? Welche 3 Dinge im Kühlschrank? Oh, Mozzarella? Wein? Oh nee, der steht im Weinkühlschrank. Butter. Der Mozzarella, wie hoch ist der Fettgehalt? Richtig hoch. Nur dann schmeckt er. Büffelmozzarella, bitte. Worauf bist du ganz besonders stolz? Auf meine Tochter. Auf meine Familie insgesamt. Auf meine Schwester und ich darf auch stolz auf mich sein, ja. Warum darf? Weil man das so häufig nicht ist. Weil man so häufig sagt. Warst du das öfters nicht? Das ist jetzt so eine Fangfrage. Nein, aber es kann ja, jeder hadert ja auch mal mit sich selber. Genau, das ist ja also ja, und ich finde, man hadert vielleicht manchmal sogar viel zu viel mit sich selbst. Und wirklich in Situationen wie jetzt, wenn man erlebt, dass in vielen, vielen Kilometern Entfernung es Menschen ganz, ganz schlimm geht, dann erscheinen unsere Probleme hier manchmal so klein. Und ich denke, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Leben genießen, anstatt immer nur mit sich zu hadern und den Moment nicht zu nutzen, obwohl er ja eigentlich genau vor dir liegt.
Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja. Gibt es einen Moment in deiner Kindheit, der dich ganz besonders geprägt hat? Oh. Bewusst offen, es kann positiv oder negativ sein. Jetzt muss ich aber gerade mal einen Moment da liegen. Kannst du eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Nicht worauf bist du stolz, sondern was war der größte Fehler in deinem Leben? Noch eine Zwischenfrage? Du legst ja hier, guck mal, ich habe erst einen Schluck Wein getrunken und du fragst mich sowas. Okay, dann trink du noch einen Schluck Wein. Ich habe was. Und das, was mich, glaube ich, jetzt spontan am meisten geprägt hat, meine Schwester, da war ich 4 Jahre alt, hat Diabetes bekommen und ich habe gemerkt, wie aus einem Mädchen, also sie ist 4 Jahre älter als ich, eine junge Frau wurde, weil sie krank wurde. Und bis heute meistert die das auf eine ganz tolle Art und Weise. Hat eine Familie aufgebaut, wo man ihr vorher sagte, es geht alles nicht und boxt sich so durch ihr Leben. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, ja, weil sie früh Verantwortung für sich übernommen hat. Und das, da hat sie immer noch meinen größten Respekt vor. Auch wenn das unser Familienleben echt auf den Kopf gestellt hat, so eine Erkrankung. Wenn du dir jemanden an den Tisch wünschen könntest, um mit dem eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken, egal ob tot oder lebendig, wer wäre das? Mein Opa. Okay. Jeden Tag aufs Neue. Ein fantastischer Mann, du hast den größten Mist gebaut und er hat nur gesagt, okay, aber auch der bringt dich weiter. Und wenn ich an ihn denke, und das denke ich in letzter Zeit noch häufiger als sonst, dann fühle ich mich immer sehr, sehr wohlwarm ums Herz. Das, ja. Denkst du, das ist so ein generelles Opa-Enkelin-Ding? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das könnte es definitiv sein. Aber irgendwie ist er nicht nur für mich, sondern für viele, viele Menschen ein besonderer Mensch gewesen. Und es ist immer wieder schön, über ihn zu sprechen, an ihn zu denken, ja. Hast du denn für dich das Gefühl, dass du irgendwelche Sachen von deinem Opa charakterlich übernommen hast oder die halt einfach so waren? Sturheit. Nein, das kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten. Ich war ja noch, also dann wirklich ein Kind, als er gestorben ist. Aber diese Kindheitserinnerungen an ihn, die sind immer sehr, sehr schön gewesen. Naja. Gibt es da so eine ganz besondere Sache, wo du immer wieder drüber nachdenken musst, die schön war? Das kann ja das Banalste überhaupt gewesen sein bei solchen Erinnerungen. Also ja, tatsächlich, aber was wirklich Banales. Ich habe Hunde schon immer geliebt und der hat mir früher als Kind immer an so ein großes Fenster, das bis zum Boden ging, einen Napf gestellt, wo ich daraus trinken und essen konnte. Ja. Das ist wirklich wie bekloppt, oder? Und ich habe wirklich jahrelang nur Hund gespielt. Also banal, oder? Gar nicht. Also mein Vater hat meiner Tochter, nicht bewusst, aber da stand der Hundenapf. Mhm. Und meine Tochter hat halt aus diesem Napf verzehrt. Ja. Da gibt es auch noch Bildmaterial von. Und ich glaube, die hat auch später ganz, ganz viele tolle Momente, die sie so mit dem Opa verbinden wird. Wenn du die Wahl hättest, vollkommen arm zu sein und dafür gut aussehend oder stinkreich und nicht so gut aussehend, wofür würdest du dich entscheiden? Oh je, also stinkreich möchte ich auf gar keinen Fall sein. Dann würde ich lieber arm und gut aussehend. Ja, definitiv. Was ist denn das? Hast du dich das mal selbst gefragt? Naja, guck mich an. Ja. Also, da fragt man sich jetzt nicht so lange. Gott, ich muss mehr Wein trinken, Entschuldigung. Das Niveau sinkt. Es sinkt für Sie, genau, das Niveau. Kaffee oder Tee? Kaffee. Morgens schon Wein getrunken? Wenn es bis morgens ging, dann habe ich auch schon mal morgens Wein getrunken, ja. Gibt es etwas, wenn du etwas verändern
könntest, egal was auf der Welt, was würdest du verändern wollen? Das ist immer so eine schwierige Frage, weil jetzt gerade einfach nur Gerechtigkeit, Frieden. Mhm. Und manchmal fragt man sich, was ist denn hier eigentlich los? Und im Grunde kannst du ja vor deiner eigenen Haustür anfangen. Deine Welt fängt ja da schon an. Mhm. Also ja, ich glaube, ich habe, ja, kann man schon so sagen, noch nie so viel geweint wie in letzter Zeit, wenn ich Nachrichten höre. Mhm. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist dein größter Traum gerade, würde ich sagen, dass das Leid dieser Menschen aufhört in der Ukraine. Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich der Punkt eins, klar. Aber auch vor dem Ukraine-Krieg gab es natürlich schon immer etwas auf der Welt, was du verändern wolltest. Ich finde auch die Verschmutzung, wie wir mit der Welt umgehen, auch das finde ich ein Riesenthema. Das ist, auch wenn ich im Weinberg stehe, dann sehe ich, was da alles rumliegt, wie auch die jüngere Generation mit unserem Planeten umgeht. Ne? Also auch das sind Punkte. Puh. Was ist denn umweltfreundlicher? Weinflaschen mit Schraubverschlüssen oder Weinflaschen mit Korken? Das kommt ganz drauf an. Es gibt ja auch Presskork und Naturkork. Und wenn wir das jetzt ausführen wollen. Kann denn ein Wein mit Schraubverschluss auch verkorkt schmecken? Nein. Nein? Nein. Okay. Prost. Doch nicht beim Schlucken, bitte. Ja? Wenn du die sozialen Medien offen hast und bist da an eurem Account dran und denkst du dir ab und zu schon mal, ach nee, das kannst du jetzt nicht posten und würdest aber gerne? Kommst du schon mal in so ein Dilemma? Weil? Nein, sag du es mir. Nein. Nein? Also ich bin nie zu nackt auf den Bildern, ich greife nie irgendwelche Themen an, nein. Okay. Und wie meinst du die Frage? Nein, war schon okay so. Wenn du, wie gibt es einen Plan, den du verfolgst mit deinen Inhalten? Also hast du wie so eine Art Redaktionsplan oder kommt das immer so ein bisschen ad hoc? Ad hoc, okay. Ja, es kommt tatsächlich eher ad hoc. Das, was mir jetzt gerade so einfällt. Wenn ich jetzt oben auf dem Berg stehe, im Steilhang, dann fühle mich einmal 10 Sekunden lang, hinterleg das mit schöner Musik und denk so, ey, ihr müsst es doch genauso geil finden wie ich gerade, oder? Denkst du, die Welt wäre schöner, wenn man genau das nicht hätte? Ja, definitiv. Ich finde es auch extrem anstrengend, das zu haben. Und dann machst du das aus Zwang? Nee, weil ich darauf angewiesen bin. Man ist ja schon irgendwie heutzutage darauf angewiesen, entweder mitreden zu können, was Social Media abgeht. Und hast du schon den und den Reel gesehen? Wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten. Ja, genau. Und bist dann auch irgendwie außen vor in der Gruppe, die alle diesen Reel gesehen haben und du nicht. Mhm. Oder irgendein Video. Aber ich finde es auch extrem anstrengend tatsächlich. Und du hinterfragst dich ja auch so oft selbst, wenn du irgendeinen anderen Account siehst und du bist auch in diesem Maß unterwegs oder ein bisschen weniger. Machst du das jetzt richtig? Ist das gut? Musst du das mehr zeigen, dies mehr zeigen? Gibst du dich natürlich genug? Bist du authentisch? Das sind ja, also Social Media ist auch schon echt ein Wurmloch. Was sind denn deine Hobbys? Gibt es die noch? Ist da Zeit für? Weinberg? Familie ist mein Hobby, tatsächlich. Eigentlich lese ich extrem gerne, habe aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch in der Hand hatte. Familie ist dein Hobby, wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wenn deine Tochter in die Pubertät kommt. Ja. Absolut. Was liest du denn? Ich lese eigentlich total gerne Krimis, auch gerne mal richtig blutig und dreckig und überhaupt. Hab aber wirklich mir diesen Mallorca-Urlaub mal vorgenommen, wieder ein Buch mitzunehmen, damit die Kleine allein im Pool rumschwimmt. Eigentlich mache ich auch tatsächlich sehr gerne Sport, mache das aber auch gerade einfach viel zu wenig. Aber Weinberg ist schon Sport, oder? Ja, genau, das denke ich mir auch gerade. Also ich bewege mich ja schon genug und habe ja auch noch einen Hund. Ja, von daher. Aber gehst du mit dem spazieren oder reitest du den? Der ist ja sehr groß. Ja, ich würde den sehr gerne reiten, aber ich bin mir nicht sicher, was die anderen Leute dazu meinen. Das frage ich mich dann schon. Aber dein Mann reitet den doch. Wer reitet wen? Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich ganz seltsame Bilder im Kopf. Ganz großartig.
Wenn du morgens aufstehst, wie sieht deine erste Stunde aus? Kuscheln im Bett mit allen, die da sind. Ja, fertig machen, die Kleine in den Kindergarten bringen, ab zur Arbeit fahren. Ein gemeinsames Frühstück ist immer drin. Ein warmer Kaffee, der auf mich wartet. Und dann geht's ab in den Winzerbetrieb. Aber man hat noch Lust auf Kaffee? Mit Wein? Ja, na klar, ja. Morgens. Ich dachte so, der Kaffee wäre dann abgeschrieben. Nein, den Kaffee gibt's auch nachmittags. Rituale müssen sein. Ich bin, ja doch, ich brauche so ein bisschen Struktur in meinem chaotischen Leben. Sehr gut. Du hast schon leer getrunken, soll ich dir nochmal nachschütten? Ach, ich sag jetzt nicht nein, ich bin ja mit dem Fahrrad hier, es ist alles gut. Über Umwege haben wir ja festgestellt, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Auch ganz spannend und ich muss jetzt gerade mal aufstehen, weil, ja. Warte, ich habe da gerade so eine lustige Idee. Oh, ich halte die Stellung hier. Schenkst ja quasi mit Wein und ich habe noch was von einem Podcast. Oh Gott, jetzt kommt's. Noch was übrig von einem Podcast-Gast. Das könnte so ein verspätetes Geburtstagsgeschenk sein. Nämlich eine Premium-CD von Daniel Färber. Wow. So, weil dann kommen die auch unter die Leute, weil meine Mit-Podcaster hören das nämlich nicht. Und vielleicht mal bei so einer Flasche. Ja, vor allem Lied Nummer 4, bleib bei mir. Nur deswegen hast du mir das geschenkt, oder? Das musst du ja dann deinem Mann vorspielen, ne? Ian Koblenz, rot-weiß. Dankeschön. Bitte. Das freut mich aber sehr. Also ich hatte 3, eine habe ich natürlich und ja, jetzt hast du, also ich hoffe, es gefällt. Ja, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Wobei im Juli, also. Nee? Ja. Koblenzer Mundart geht immer. Ja, das ist schon. Also lieber Daniel, nur weil ich jetzt im Hintergrund gelacht habe, heißt das nicht, dass ich mich über deine Musik lustig mache. Es war total schön, dass du hier bist, aber dieser Überraschungseffekt, dass ich jetzt hier diese CD rausziehe, das war jetzt ein bisschen lustig. Darauf stoßen wir nochmal an. Daniel, auf dich. Daniel, auf dich. So, und was wir schon immer nicht wollten in diesem Podcast, wir sind hier gerade in so einem kleinen Labermoment angekommen. Ja. Back to the roots. Genau. Du bist ja auch mit dem Fahrrad hier, ne? Ja, natürlich. Ich bin zu Fuß hier. Ach, sehr gut. Ja, ich gehe immer gerne zu Fuß. Ich war schon gerade beunruhigt. Nee, alles gut. Ich bin zu Fuß. Wie sehen deine nächsten Wochen als Winzerin aus? Oder als werdende Winzerin? Ja, wir haben jetzt den Rebschnitt gemacht, die Reben gebogen. Das kennst du wahrscheinlich, wenn man die so am Draht festmacht. Ja, ich habe es mal gesehen. Ja, genau. Das steht jetzt an. Ja, und jetzt, es war viel Traktorarbeiten, die ich natürlich jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich es einfach noch nicht kann und das noch erlernen muss. Aber bald geht es natürlich, ja. Nein. Ja, ich dachte doch, was ist Frage? Kommt noch. Genau, bald geht es natürlich wieder in den Weinberg zur Laubarbeit und der Weinkeller wartet natürlich auch. Wir hatten jetzt gerade die erste Füllung der Weine. Das ist natürlich auch immer ein sehr aufregender Tag, wenn dann, ja, das passiert. Und ja, genau. Traktorarbeit? Ja, Traktor. Du sitzt auf dem Traktor? Ich hoffe. Also ich saß schon dabei, aber natürlich Traktor fahren geradeaus kann wahrscheinlich jeder. Aber du hast natürlich auch unglaublich viel Materialien hinten dran sozusagen. Und das ist ja nicht so einfach, einen Rebstock zum Beispiel vom Unkraut zu befreien mit einem Traktor. Da musst du schon sehr genau fahren. Von daher... Nicht, dass du später noch ein Trucker-Babe wirst. Ja, vielleicht auch. Oh, guck mal, dann kriege ich aber vielleicht nochmal ganz andere Nachrichten. Rolle. Ja. Aber das will, also, nee, das will ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber du, das war deine Idee jetzt wieder. Ja, Gott, nee, so Nachrichten kriege ich ja Gott sei Dank nicht. ich glaube, wir sind hier bei so einem gesunden Ende angekommen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für das sehr spontane hier hinkommen. Es war ganz nett und wir werden mit Sicherheit in Zukunft auch noch ein bisschen was von dir hören und was so weinmäßig bei dir los ist. Vielen Dank. Und zum Abschluss nochmal. Ja, weil sich so schön anhört. Genau, weil sich das so schön anhört. Dann vielen Dank fürs Zuhören und dir, Kira, wünsche ich noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an deinen Mann. Und das mache ich. Schönen Abend. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.